Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Sims 4. Es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge hier mit Goon, der nackt im Badezimmer steht. Ja, es war schnelles Pinkeln. Jo, der isst lieber. Was macht Nico? Nico schläft. Das ist super. No. Du schläfst immer noch. Kannst du? Der Müllmann braucht eine Mülltonne. Wir haben da keine Mülltonne. Wir haben keine Mülltonne. Wo kriegt man denn eine Mülltonne her? Das ist so ein Objekt, was irgendwie immer zu Hause gehört. Was? So ein Ding. Wer meint sie sowas? Hier in hellgrau, das stört bestimmt niemanden. So, warum kann ich das nicht da? Ist das außerhalb der Grundstücksgrenze? So. Dann haben wir eine Mülltonne, die jedes Mal von der Müllabfuhr abgeholt wird. Ja, Müll leeren. Huch. Ja, ist glücklich. Goom ist glücklich, wenn er den Müll rausbringt. Das ist toll. Fragt sich auch, warum. So, du könntest mal das Zeug wegwerfen. Ja. Den Müll direkt leeren, dann haben wir das auch geregelt. Und Nico steht auf. Und geht direkt mal duschen. Nico geht nicht duschen. So, Goon geht's sogar super. So super, dass er... tanzt, was? Schämt? Was? Was hat er denn gesehen? Nico muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Fake? Nico arbeitet gar nicht. Was ist denn jetzt los mit dir? Warum versteckst du dich hinter der Bettdecke? Was isst du da, Nico? 128 hat Gutes nach Hause gebracht. Das ist ja ein Traum. Na, der hat ja richtig viel Spaß. Hier, erstmal was essen. So ein Snack. Haferbrei, keine Mikrowelle. Joghurt. So, brauchen wir für Haferbrei eine Mikrowelle. Was macht der für eine Fähigkeit? Die Tanzfähigkeit? Willst du mir wirklich sagen? Was macht... Der macht einen Gartensalat. Ach, komm. 248. Boah, wir sind ja reich. Das ist ja richtig viel. Da kann man ja schon mal glatt gucken, ob man Unterhaltungselektronik einbaut. In das Wohnzimmer. Jetzt, was ist das Wohnzimmer? Eigentlich ist das ja eher das Wohnzimmer, aber das ist so... Hier sind so zwei Wohnzimmer, ne? Das ist das Problem. Ja, 2, 4, 6, 8, also das Schlafzimmer haben wir genügend. Ja, kommen wir eigentlich zum Esszimmer. Aber was ist dann da oben? Ist ja auch ein Esszimmer, komm. Dann, nein. Ist das hier so der Fähigkeiten-Teil. Und das ist das Wohnzimmer. So. Gibt es keinen Fernseher für den Preis? Das haben wir. Es gibt schon einen, aber so ein Billigteil halt. 1475 kostet der nächste Flachbildfernseher. Oh, ist ein schöner Tisch. Nee.
passt eigentlich schon. Das ist mittig, ja. Das heißt, wir brauchen noch 1000 bis, was genau er surft. Und Grievous tanzt. War aber auch nicht, ne? Also mit Excel, der tanzt auch. Was ist denn hier Schramm am Schuh? Oh, oh, eine alte Dame hat den neuen Arbeitsschuhen aus feinsten Alligatorlederimitat von Nico eine Schramme verpasst. Soll er der alten Dame eine Lektion erteilen oder ist sie durchgehen lassen? Nico, der Stecher. Bringt die alte Dame einfach in die dunkle Wäschekammer. Loch ist Loch. So, Nico überredet die alte Frau dafür, die zahlen, dass die Schuhe geputzt und neu angepasst werden. Jetzt wissen die anderen gelaufen, dass niemand Nico etwas durchgehen lässt. Ja. Gut. Ich bin auch zu Hause. Auch kein Spaß. Ist schon mal gut. So. Huch. Wann war er denn? Nee, nicht plaudern, das ist sozial. Du kannst, ja, weiter tanzen. Mit denen. Was ist denn jetzt passiert? Nee. Kokett, aber natürlich. Mit wem flirtet er denn? Mit Grievous? Ich will's einfach mal nicht hoffen. Exe schläft. Natürlich. Mit Andi. Andi ist bestimmt so ein Schnarcher. Kann ich mir so richtig vorstellen. Dass Andi schnarcht. Die tanzen sich heute die ganze Zeit einen ab. Aha, aha. Geht ab bei denen. Sehr schön. Uff, was war. Achso, er schläft. Wer ist noch wach? Achso, Goom und Excel. Frau Goom geht's ja richtig gut. Der hat ja fast perfekt. Grievous muss auf Toilette. Was macht denn Grievous dann da oben, wenn er auf Toilette muss? Was? Will er auf dem Balkon hin und runter pinkeln? Nutzt die Toilette. Ah, es funktioniert nicht. Die Toilette ist kaputt. Du sollst. Nein, nicht tanzen. Excel, mach dir mal noch mal was zu essen. Ja, so ein Chips. Nein, du sollst doch nicht ins Bett pinkeln. Du sollst die Dusche reparieren. Die Toilette. Also weiß ich ja nicht, ob das hat dich in die Hosen gemacht. Ja, gut. Was ist denn los? Was ist denn mit dir falsch gelaufen? Du sollst den Müll wegräumen. Es ist unfassbar. Excel geht schlafen. Das ist schon mal perfekt. Aber was mit ihm hier? Er macht sich wahrscheinlich gleich was zu essen, hoffe ich mal. Joghurt, das geht immer. Nico könnte sich eigentlich auch mal was zu essen machen. Hier auch so Joghurt. Was mit Gu wieder mal? Der muss mal langsam. Was ist denn? So. Du kannst das Klo reparieren, bevor jemand anderes daran verzweifelt. Ja. Perfekt. Guck mal, ein Tuning-Teil für die Toilette bekommen. Da kannst du. Das ist der Turbo-Code-Portionierer. Was redest du mit dem Mülleimer? Er redet mit dem Mülleimer, sein Freund. Naja, gut, das ist nichts Neues, ne?
Ja. Hauptsache. Ja, genau. Die Schüsseln einfach wegschmeißen. Das ist kein Problem. Es ist hoffnungslos. Wirklich hoffnungslos. Was soll das denn? Sollst du den Müll in den Mülleimer werfen? Es ist unglaublich. So. Boom macht sich jetzt einen schönen Sportsalat. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Die schlafen doch alle ganz gemütlich. Ja, ich würde auch glauben, dass du ein unangenehmes Gespräch mit Nico hast. Schön, machst du einen Podcast oder so gerade? Ein beleidigendes Gespräch, ja, warum nicht, ne? Weil da habe ich geschrien, ne? Dass ich Müll bin. Und dann hat der mir nicht zugehört. Wirklich, da hat der mir nicht zugehört. Kennst du zum Beispiel Bücher, ne? Stehen so Dinge drin, die ich nicht verstehe. Ja, du bist auch Müll. Ja, gut. Er ist jetzt wütend. Nein, nicht die Mülltonne treten. Geh lieber schlafen. Was macht wann war der? Ach, du Scheiße. Aufstehen, erstmal fressen. Das ist ganz normal. Kochen einen Gartensalat. Ah, Partygröße. Ja. Was? Gerber, Warble. Kannst du nicht erst auf Toilette gehen? So. Ein Wahnsinnstraum. Jetzt noch was zu essen machen und dann ist alles perfekt. Was? Ich dachte, da wäre. Ich dachte. Da. Was zur. Was ist das? Was? Nein. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, was hier los ist. Warum machst du nichts zu essen? Wann war? Meine ich doch wohl. Und wenn du dafür durch Andis gehen musst. Ist doch nicht schlimm. Essen ist wichtig. Ach, Andi, was ist denn los? Bist du bestimmt, weil du nackt in der Küche gegessen hast? Was? Ja, losschicken. Zur Arbeit, los. Ja, ja. Jetzt los und geh. Alle sind so bei der Arbeit. Goom und Nico sind wieder mal alleine. Goom geht super wie immer. Das ist ja ganz typisch. Nico wird angerufen. Aber das stört den nicht. Ja. So. Mensch. Sieht auch so ein bisschen beschissenen, Schlafrhythmus schon, würde ich sagen. Ja, Hauptsache Nico redet beim Kacken. Das ist ganz wichtig. Mittagessen, was? Nein. Schneller Mahlzeit. Hier, Joghurt. Nico muss auch in der Stunde bei Arbeit sein. Das ist super. Ja, erstmal lieber noch Chips ein bisschen. Ne? Geht auch super. Warum holt er eigentlich die Chips aus dem Kühlschrank? Nico, was ist da? Och, du Scheiße. Weavis hat einen Urlaubstag. Mensch. Das ist gar nicht gut. Was? Was tut er da? Ach, der tanzt. Ja, das ist gut. Das ist angebracht. So, hier. Aha. Können die sich nicht jetzt den Fernseher langsam leisten? Ach komm.
Nein! Huch! Da habe ich ja glatt die Tür mitgenommen. So, Andi ist da. Und was macht Exe? Exe macht sich erstmal einen Tanz. Ist ganz klischeehaft. Kennt man ja. Man kommt von der Arbeit, war gerade Live-Chat-Berater. Und dann? Ja. Gehst du tanzen. Warum nicht? Kennt man. Ist ganz üblich. Jetzt, wenn du kacken musst, dann geh nach unten ins Badezimmer. Oben ist... Sein, du willst irgendwie auf den Tisch kacken. Es ist unfassbar. Immer wieder unfassbar. So, hier ein Fernseher. Nee, schwarz. Das ist dezent realistischer. Ah, es ist auch weg. Das ist schon mal gut. Sofa kann ich mir leisten. Aber das lohnt sich noch nicht. Ich gehe mal lieber ins Bad. Wir haben ja derzeit die Belichtdusche, ne? Wenn ich die verkaufe, habe ich nicht genügend für eine bessere. Okay. Das wollte ich wissen. Eigentlich mal. Nee. Hem. Diese... Nee, ich kann die Tür nicht einsetzen, weil ich nicht das Geld dazu habe. Aber natürlich. Ja, gut. Habe ich denn genügend Geld für eine Küchentheke? Das ist gut. Sehr gut. Aber das bringt auch nichts, weil... in der Küchentheke können wir so nichts anfangen. Ein Herd, das sind uns Abzugshauben. Die Herde kosten alle mehr. Was ist denn dann das Sinnvollste? Wohnzimmer. Wie teuer sind die Klos? Auch nicht. Okay, sparen wir auf. Auf was genau? Erstmal auf eine neue Tür. So, hier, der Fernseher. Könnt ihr euch jetzt alle Fernsehen gucken? Action-Kanal, so. Alle im Stehen, ne? Wie wenn sie im Stehen pinkeln. Nein! Ach komm. Nein! Scheiße. Es ist unfassbar. So. Woran merkt man Deutsche, indem sie in der Schlange stehen und einen Fernsehkanal gucken? Ich könnte ja auch mal duschen. Spaß kann er auch später noch haben. So. $112. Ein bisschen kriege ich ja noch für die Dusche selbst, ne? $500. Sowas brauche ich nicht. Eine Duschkabine, Kristallbehälter. Nee, wenn schon dann so eine richtig gute, also so 1300 brauche ich dann doch schon.
Was ist denn mit Guni? Der guckt auch Fernsehen mit. Okay. Was? Ach komm. Was ist denn hin? Komm schon. Repariere die Dusche. Er hat die Dusche gefunden. Er repariert nicht gefunden. Gefunden weiß ich. Da hatte ich schon länger. So, Hunger. Joghurt. Nee. Was tue ich denn hier? Der isst sich erstmal nochmal was. Ein paar Chips, das geht natürlich. Der macht sich auch was. Was ist denn mit ihm inspiriert? Aha. Nico bringt Hauptsache einfach mal nur so $63. Das ist einfach quasi nix. So. Hexe. Hexe wirklich? So. Nee. Nee. Boom ist das, der da oben steht. Ah ja. Ja, gut. Oh, ein bisschen die Theke doch putzen. Kann der Gumi ja. Hat er bestimmt zu Hause auch was ist denn jetzt passiert? Glücklich, weil er geputzt hat. Ja, auf jeden Fall. Es ist unfassbar. So, stimmt. Was? Naja, muss doch den Morgenurin von Andi wegwischen. Stimmt. So. Ja, das Waschbecken kann er auch noch reparieren. Ja. Dann eben nicht. Ach, Gumi geht super, das finde ich gut. Gut, dann mache ich dich sagen, haben wir es. Es ist unfassbar. Okay, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.